Dschihad definiert den Kampf gegen die Feinde des Islam. Boko Haram, Hamas, ISIS, die Taliban. Was ist der letzte Dschihad? Thank you. Thank you very much. Please. Thank you. Es ist eine große Ehre, hier zu sein und heute Nachmittag zu euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt es alle vom Mittagessen zurückgeschafft. Keine Verletzten draußen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Vor 20 Jahren sah ich von der anderen Seite des Hudson die beiden Türme fallen. Ich war eine Nacht davor auf ihnen. Tatsächlich lernte ich vor 20 Jahren Gia kennen, denn ich war in ihrer Kirche in New Jersey, als das passierte. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir wissen, dass alle Dinge letztendlich unter deiner Kontrolle sind. Wir bitten dich, dass du auch heute noch den Familien der Opfer Trost schenkst und allen Menschen auf der Welt weiterhin zeigst, dass wir unser Vertrauen in dich setzen müssen und nicht in irgendeine menschliche Regierung oder ein Militär. Wir danken dir, dass der Löwe des Stammes Juda tatsächlich würdig ist und dass er siegreich ist und dass er diese Schriftrolle öffnen kann. Und nun bitten wir dich, dein Wort zu segnen. Segne die Zuhörer und Leser deines Wortes. Möge dein Wort niemals leer zurückkommen. Es wird ausgehen und das erreichen, wozu du es gesandt hast. Und wir erbitten das in Jesu Namen. Amen. Vor 20 Jahren kam also der radikale Islam zu Besuch in New York. Es war das erste Mal, dass ich von Israel nach Amerika mit nur einer Botschaft für eine einzige Gemeinde gereist bin. Ich hatte nie vor, so etwas zu tun. Denn wisst ihr, die Reisezeit und so, das will man nicht allein für einen Ort machen. Man möchte doch sicherstellen, dass man seine Zeit auf die bestmögliche Weise nutzt. Aber ich hatte diesen Drang und ich konnte es nicht erklären. So stieg ich ins Flugzeug. Und ich erinnere mich, dass ich am 9.9. eine Botschaft brachte. Es war ein Sonntag. Es war eine kleine Gemeinde, eine kleine Calvary-Gemeinde. Und der Titel der Predigt war, wird es Frieden geben? Und ich sprach tatsächlich über den kommenden islamischen Angriff auf Amerika. Niemand hat das Band zur Predigt gekauft. Das waren die Zeiten, als Amerika noch im Lala-Land war. Ich sage euch warum. Schaut, in meiner israelischen Denkweise habe ich mehrere Jahre lang den Aufruf von Osama bin Laden, Amerika zu zerstören und Amerika anzugreifen, beobachtet. Für mich war das, man hat das kommen sehen, sie haben alles versucht. Als wir nach Manhattan kamen und ich auf diesen Türmen war, fragte ich meinen Gastgeber, wenn etwas von oben diese Gebäude treffen würde. Denn ich wusste, dass sie dies 1993 von unten versucht hatten. 6 Menschen wurden damals getötet, über 1000 Menschen wurden verletzt. Der Terrorist Ramzi Youssef flog gleich danach nach Karachi in Pakistan. Und ich dachte mir, was sollte sie davon abhalten, es noch einmal zu tun? Diesmal auf eine noch wesentlich spektakuläre Weise. Denn zwischen 1993 und 2001 hatten sie bereits darüber nachgedacht und geplant, Flugzeuge einzusetzen. Wahrscheinlich habt ihr noch nie davon gehört, aber derselbe Ramzi Youssef realisierte, dass er gar nicht so viele töten konnte. Er wollte nämlich vor allem Juden töten. Er dachte, dass die beiden Türme voller Juden waren.
und er begriff, dass er 6 Menschen getötet hatte und keiner von ihnen war ein Jude. Und so machte er sich auf den Weg auf die Philippinen und versuchte, etwas Neues zu planen. Und das war der Zeitpunkt, als der interessante Name Bojinka fiel. Wie viele von euch haben schon von der Bojinka-Verschwörung gehört? Bojinka bedeutet auf Serbisch große Bombe. Und er gab dieser Operation, die dabei war auszuführen, den Namen Bojinka-Komplott. Und er dachte, ich kann auf 12 verschiedenen Flügen Sprengstoff, Flüssigsprengstoff schmuggeln. Und ich kann diesen im Flugzeug einen Zünder und dann eine Casio-Stoppuhr anschließen. Mal sehen, ob es funktioniert. Er hat dies tatsächlich bereits in einem Theater ausprobiert. Es hat funktioniert. Und dann probierte es in einem philippinischen Flugzeug aus. Er steckte den Sprengstoff in eine Schwimmweste und er explodierte. Glück schaffte er, das Flugzeug noch zu landen. So kam er zu Osama bin Laden, der bereits 1984 nach Afghanistan gekommen war. 5 Jahre nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan und 3,5 Jahre, nachdem Amerika begann, die Mujahedin zu unterstützen, um die Sowjets zu vertreiben. Die CIA war in Afghanistan im Einsatz und versorgte die Mujahedin mit Stinger-Raketen, Schulterraketen, um alle Hubschrauber der Sowjets abzuschießen. Deshalb sind die Sowjets 1989, 10 Jahre später, schließlich abgezogen. In der Zwischenzeit aber hat Osama bin Laden, ein reicher Saudi, der so begeistert von dem war, wozu der Islam ihn aufrief, sein Geld und seinen Enthusiasmus nach Afghanistan gebracht. Er war derjenige, der Muslime aus verschiedenen islamischen Ländern rekrutiert hatte. Nicht die Afghanen. Und Seite an Seite mit den neu entstandenen Taliban wurde auch Al-Qaida geboren. Al-Qaida wurde ursprünglich geschaffen, um ausländische Besatzer aus muslimischen Ländern zu vertreiben. Was machen sie also? Sie operieren in Afghanistan, sie operieren auf den Philippinen, sie operieren in verschiedenen Teilen der muslimischen Welt, sogar in Saudi-Arabien, weil sie glauben, dass zuerst diese Regierungen gestürzt werden müssen, um dann zu radikalen Muslimen zu werden. Und dann macht man weiter und weiter und weiter und schließlich schafft man einen islamischen Staat. Als er merkte, dass dies so nicht klappte, änderte er einfach seine Taktik und dachte sich, ich werde den Kopf der Schlange abschlagen, indem ich Amerika direkt angreife. Ich bringe Amerika dazu, sich aus verschiedenen Teilen der Welt, wo überwiegend Muslime leben, zurückzuziehen. Ramzi Youssef kam also mit einer Idee zu Osama bin Laden. Schau, das sind die Zwillingstürme. Wir haben es von unten versucht und es hat nicht funktioniert. Ich habe einen besseren Plan. Ich könnte den Bojinka-Plan ausführen. Dies hätte übrigens bereits im Januar 1995 passieren sollen, einfach damit ihr das wisst. 12 Passagierflugzeuge auf dem Weg von Südostasien nach Amerika hätten explodieren sollen. Teil des Plans war auch, den damaligen Papst zu ermorden. Es wurde aufgedeckt. In meinem Kopf, meinem israelischen Kopf, denke ich mir also, sie verfügen bereits über die Fähigkeit, Flugzeuge in die Luft zu jagen. Sie wollten die beiden Türme bereits einmal zum Einsturz bringen. Seine Idee war übrigens, ich bringe einen Turm zum Einsturz und dieser Turm wird dann den anderen treffen. Das Wasser des Hudson wird dann überlaufen und die Fundamente zerstören und das war's. Nun, meine Damen und Herren, Osama bin Laden rief Ramzi Youssef 1998 zu sich. Um Jahr 1999 begann man diese ganze Sache schließlich Schritt für Schritt umzusetzen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Amerika hatte 3 Wochen vor dem 11. September sogar einen dieser Piloten verhaftet. Sie hatten sie ja zum Fliegen ausgebildet. Und dieser war ein Pilot von einer anderen Welle, der 2 Monate später hätte geschehen sollen. Aber weil sich das FBI und die CIA gegenseitig nicht wirklich mögen, wurde der Laptop dieses Mannes nie durchleuchtet. Es wäre alles darauf zu finden gewesen. In meinem Kopf waren also alle Punkte da.
Ich versuchte nur, die Linien zu verbinden, und so fragte ich, was würde passieren, wenn etwas die Türme treffen würde? Mein Gastgeber sagte, weißt du, sobald diese Stahlträger schmelzen, stürzt das ganze Gebäude einfach wie ein Kartenstapel ein. Am nächsten Morgen wachten wir in dieser Realität auf. Der radikale Islam kam zu Besuch. Und zum ersten Mal wurde den Amerikanern die Augen für die Tatsache geöffnet, dass die Mujahideen, welche ihr, Predigt ist an ein amerikanisches Publikum gerichtet, in den 80er Jahren in Afghanistan unterstützt habt, euch nicht wirklich lieben. Und das liegt an der Religionszugehörigkeit. Der religiöse Ruf kann sich diese Option nicht einmal leisten. Ihr müsst verstehen, dass es allein in Afghanistan etwa 14 verschiedene Stämme gibt. Sie sprechen alle unterschiedliche Sprachen, haben verschiedene Bräuche und ihr müsst verstehen, die Paschtunen sind nur eine Gruppe davon. Sie haben nicht einmal die gleiche Sprache. Sie haben nichts gemeinsam. Was wollt ihr also tun? Schaut, die Amerikaner sind wunderbare Menschen. Amerika ist ein wunderbares Land und Amerika ist ein Schmelztiegel. Leben, Freude, Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Das seid ihr. Menschen aus der ganzen Welt haben alles verlassen und zogen in die neue Welt. Genau diese neue Welt hier. Neues Land, neue Werte, alles ist hier anders. Ihr habt öffentliche Schulen. Ich spreche von der Zeit, als noch alles in Ordnung war. Die öffentlichen Schulen sind Schmelztiegel. Das Militär, ihr habt die Universitäten. 2 bis 3 Generationen später sah man Asiaten, Weiße heiraten und schwarze Asiaten heiraten. Und das ist okay. Es ist ein Schmelztiegel. Es ist einfach ein Ort, an dem alle Menschen zusammenleben können. Amerika denken also wie Amerikaner. Und sie gehen in den Nahen Osten und sagen im Nahen Osten zu jedem, in welchem Land, in welchem sie sind, warum könnt ihr nicht zusammenleben? So funktioniert das aber nicht. Taliban, ISIS, Al-Qaida, erstaunlich. Und heute verhandelt man mit einem Land, dass der größte Sponsor des Terrorismus in der Welt ist und das den ganzen Nahen Osten nicht etwa stabilisiert, sondern destabilisiert. Werft mal einen Blick auf die Ableger, die der Iran in verschiedenen Teilen der Welt erfolgreich geschaffen hat. Im Libanon ist es die Hezbollah, wie ihr sehen könnt. Im Jemen sind es die Houthis. In Syrien haben sie Milizen, bestehend aus Afghanen und Pakistanern. Die Fatemiyun und die Sanyabun. Im Irak gibt es die Hashd al-Shabi, die bekannten Mobilisationskräfte. Und im Gazastreifen und im Westjordanland gibt es einige Organisationen, die vom Iran unterstützt werden, nur um alles zu destabilisieren. Und dann, 20 Jahre nachdem Amerika beschlossen hatte, die Taliban zu beseitigen, weil die Taliban die Brutstätte des Terrorismus waren, jeder bekannte Terrorist wurde nämlich in jenen Tagen in Afghanistan ausgebildet. Und gerade erst vor ein paar Wochen konnten wir Zeugen ihrer Inkompetenz sein. Das war im August in Afghanistan. Wir haben alle gesehen, was passiert ist. Ich brauche es euch nicht zu erzählen. Ich muss euch die 300.000 Polizisten, Armee und Militärangehörige nicht zeigen, mit Waffen, die andere Länder auch gerne hätten. All das löste sich innerhalb von 2 Stunden auf. Und warum? Weil die Taliban der einen Seite das Militär infiltriert hatten. Auf der anderen Seite haben die Taliban die vergangenen Monate tunlichst darauf geachtet, dass kein amerikanischer Soldat getötet wird. Aber sie brachten ständig afghanische Soldaten um. Sie warnten, diese gebt Acht, denn wenn Amerika draußen ist, werden wir euch abschlachten. Was haben sie also getan? In dem Moment, als Amerika weg war, haben diese die Waffe fallen lassen, zogen die Uniformen aus und liefen weg, rannten einfach weg. Das war's. Und ihr denkt, das sei das Ende? Wartet darauf, was im Dezember im Irak geschehen wird. Am 31. Dezember wird Amerika auch den Irak verlassen. Ja, das ist so. Noch vor weniger als einem Jahr brachte ein anderer Präsident Frieden in den Nahen Osten.
Vor ein paar Monaten haben arabisch-muslimische Länder Frieden mit Israel geschlossen. Dies einfach, um euch zu zeigen, dass die Identität der Person im Weißen Haus im Oval Office eine Rolle spielt. Und ich denke, dass auch die Identität der Person im hiesigen Haus des Gouverneurs wichtig ist. Die Bibel sagt in Sprüche 28, Vers 2, ist ein Land frevelhaft, so erlebt es häufigen Fürstenwechsel. Durch einen einsichtigen, weisen Mann aber hat es lange Bestand. Sprüche 29, Vers 2 steht, wenn der Gerechten viel sind, freut sich das Volk, wenn aber der Freveler herrscht, seufzt das Volk. Jesaja 5, 20, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Diese ganze Welt steht auf dem Kopf. Wehe denen, die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern, die bedrückende Vorschriften schreiben, sagt die Bibel in Jesaja 10, 1. Also habe ich mir gedacht, dass es sich lohnen könnte, die Leute wenigstens darüber aufzuklären, was es mit dem Dschihad auf sich hat, weil sie es offensichtlich nicht verstehen. Die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Sie gehen aus Mangel an Wissen zugrunde. Und ich weiß, dass es um Israel und um viele andere Dinge ging, als Hosea dies schrieb, aber das ist ein Prinzip, das man wirklich überall finden kann. Macht euch nichts vor, das Wort Dschihad, dieser heilige Krieg, kommt von der arabischen Wurzel des Wortes Anstrengung. Sich anstrengen. Anstrengen für was? Um den Islam zu verbreiten und Allahs Wort überlegen zu machen, die Ungläubigen zu Gottes, Allahs, Untergebenen zu machen. Darum geht es. Es ist sehr interessant, dass es beim Dschihad nicht nur darum geht, Flugzeuge in die Luft zu jagen. Es geht nicht nur um das Töten von Menschen, ganz und gar nicht. Dschihad, die Anstrengung, besteht aus vielen verschiedenen Dingen. Schaut euch diese Liste an. Das sind alles Formen des Dschihad. Einwanderung. Nicht jeder Muslim, der in andere Länder auswandert, ist ein Dschihadist. Die Dschihadisten sehen in der Einwanderung aber eine Gelegenheit, um eine Moschee zu gründen und dann eine Schule und dann einen Kindergarten. Und bevor du es merkst, werden sie dir sagen, wir werden euch dominieren, wir werden die Macht übernehmen. Und das geschieht in ganz Europa, in Frankreich, in Großbritannien und in Belgien, so sieht es aus. Sie marschieren durch die Straßen und sagen, ihr seid die Nächsten. Eine Form der Einwanderung. Eine Form des Dschihad ist die Einwanderung. Und noch einmal, versteht es nicht falsch. Nicht jeder Muslim, der einwandert, ist ein Dschihadist. Wenn die Dschihadisten aber einwandern, dann um dies zu fördern. Es gibt einen Dschihad in der Bildung. Sie bauen Schulen, in denen sie das Volk, die Kinder, indoktrinieren. Lehren, dass es nur einen Weg zu leben gibt. Dieser ist, sich zu bemühen, das Wort Allahs über alle anderen und über alles andere zu stellen. Es gibt einen Dschihad in den Medien. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Al Jazeera, das seinen Sitz in Katar hat, macht euch nichts vor. Sie bezeichnen sich selbst als Medien-Dschihad. Yusuf al-Qaradawi, der wichtigste Geistliche des radikalen Islam in Ägypten, hält wöchentliche Predigten auf Al Jazeera, in denen er tatsächlich sagt, Al Jazeera ist unsere Medien-Dschihad. Es gibt einen wirtschaftlichen Dschihad, bei dem man Orte boykottiert, die muslimischen Anliegen schaden. Es wird ermutigt, in Unternehmen zu investieren, die für muslimische Angelegenheiten spenden. Wenn man das alles nicht tun kann, dann soll man einfach beten. Sie sagen nämlich, dass man auch ein Dschihadist sein kann, wenn man nur betet. Nochmal, man macht eine Anstrengung. Aber wenn man die Möglichkeit hat, und das wird zur Verbreitung des Islam und der Vorrangstellung von Allahs Wort förderlich sein, dann sollte man den Dschihad auf alle Fälle auch noch mit dem Schwert führen.
Und das sehen wir jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr überall auf der Welt. Und wer sind diese Leute? Man fragt sich, wer ist die Person, die am Morgen aufwacht und sich in die Luft springen will? Nun, er wird Shahid genannt, Märtyrer. Das Wort Shahid bedeutet ein Zeuge, bezeugen. Entweder kann er Allah im Paradies bezeugen, da er ja direkt ins Paradies geht, oder Allah kann ihm Zeugnis geben, wenn er im Paradies auftaucht. Oder Allah wird den heldenhaften Tod dieses Mannes bezeugen. Heldenhafter Tod. Während unser Gott sagt, dass man nicht töten, nicht morden soll, während unser Gott sogar sagt, wähle das Leben, während unser Gott seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir leben können, nicht sterben, hier wird Allah seinen heldenhaften Tod bezeugen. Und wisst ihr, was man denkt über die Dinge nach, die versprochen werden? Er verspricht dem Shahid im Paradies alles, was ihm in dieser Welt verwehrt ist. Mach dir keine Sorgen. Du kannst im Paradies alles haben. Denkt also an den Islam, welcher im 7. Jahrhundert in der Wüste geboren wurde. Denkt an die Stammesgemeinschaft. Denkt über die Tatsache nach, dass man seinem Stamm nicht treu war, man weg vom Fenster war. Denkt über die Tatsache nach, dass es ein trockenes Land war. Denkt über die Tatsache nach, dass jeder Fremde als potenzielle Person betrachtet wird, die einen zerstören und töten könnte. Und denkt über die Dinge nach, die einem vom ersten Lebensjahr an beigebracht werden. Das erste ist, wenn du dich für die islamische Sache umbringst und du ein Dschihadist, ein Märtyrer, ein Shahid bist, dann kommst du automatisch ins Paradies, ohne verurteilt zu werden. Nummer zwei. Du wirst alles genießen können, was in dieser Welt verboten ist. Eines der Dinge, auf das die radikalen Muslime bei den Westlern schauen, ist, ihr seid Trunkenbolde, ihr trinkt Alkohol. Seht euch an. Sie sahen die Sowjets damals als Trunkenbolde an. Dann kamen die Amerikaner und das Gleiche galt für sie. Ihr trinkt Alkohol, ihr seid verteufelt. Jetzt ratet mal, ihnen wird im Himmel Alkohol versprochen. Der Shahid, stellt euch vor, dass dieser Typ in einer Höhle lebt. Gebt jetzt Acht. Wenn er das Paradies erreicht, sitzt er auf einem goldenen Thron, trägt eine Krone auf seinem Haupt, die aus Steinen besteht, von denen jeder mehr Wert hat als die ganze Welt. Ihr Al-Hadith sagt, dass ein Baum voller Früchten genau auf seiner Höhe ist, sodass er sich nicht einmal anstrengen muss, diese zu pflücken. Die Frucht ist genau vor ihm. Rundherum gibt es Flüsse. Es riecht gut. Aber das Beste vom Besten ist jedoch, dass Allah ihm 72 30-jährige, dunkeläugige, hellhäutige Jungfrauen als Ehefrauen gibt. Manche sagen 30 bis 33 Jahre. Es ist nicht ganz sicher. Jede trägt dauerhaftes Make-up. Sie essen nie, sie trinken nie. Sie haben nie die Erfahrung gemacht, ihr seht, wie es da unten. Deshalb sind sie immer sauber. Sie sind immer schön, sie sind immer bereit. Die Haut ist straff. Ihre Haut ist fast durchsichtig. Im Koran heißt es, dass er sich darin wirklich wie in einem Spiegel sehen kann. Rein, jederzeit bereit für ihn. Und irgendwie bleiben sie immer Jungfrauen. Jetzt kommt wohl das Wichtigste. Während sich hier alles um die Fleischeslust dreht, dann schaut euch jetzt Folgendes an. Er darf sich für 50 seiner Familienmitglieder einsetzen, damit sie am Tag des jüngsten Gerichts ins Paradies kommen können. Denkt mal darüber nach. Dieser kleine Junge sagt, wenn ich tot bin, bekomme ich dies, dies und das. Aber ich bin dann auch der Retter meiner ganzen Familie. Ihr meint, die Amerikaner kurbeln mit Geld doch eure Wirtschaft an?
Wir bauen eure Schulen, bauen eure Kindergärten, gebt den Frauen das Recht zu... Wollt ihr mich veralbern? Er betrachtet euch als Menschen, die ihm den Weg in die Hölle bereiten wollen. In seiner Vorstellung sieht aber das Paradies so aus. Und wenn er sich selbst tötet, rettet er auch seine ganze Familie. Ihr sitzt jetzt vielleicht hier und lacht, aber ich will euch zeigen, dass sie bereits von Babyalter an kontinuierlich aus zwei Büchern unterrichtet werden. Ich spreche jetzt nicht vom Koran oder den Hadithen. Schaut, es gibt Bücher, die über die Vorzüge vom Paradies sprechen, mit Flüssen, alles ist grün. Nun, er lebt in der Wüste. Das ist nicht für jemanden, der in Oregon lebt. Schaut, für ihn ist das ein Leben, das er noch nie gesehen hat. Natürlich ist dieser Krug für den Alkohol. Wenn das noch nicht genügt, auf der rechten Seite sieht man Narr, das Höllenfeuer, das jedem verheißen ist, das sich nicht um die Verbreitung des Islam bemüht. Dazu zählt auch, dass man 40 Jahre lang im freien Fall ist, bis man in der Hölle ankommt. 40 Jahre. Könnt ihr euch die Härte eures Aufpralls vorstellen, wenn ihr ankommt? 40 Jahre. Freier Fall. Hinunter in die Hölle. Von Kindheit an hören sie das. Und ihr kommt und erzählt ihm von Leben, Freiheit, Streben nach Glück. Ihr sprecht amerikanisch mit ihnen. Aber das ist die Sprache, die sie verstehen. Die Muslimbruderschaft ist überall. Auf ihrem Logo sieht man zwei Schwerter, die natürlich nur dazu da sind, Köpfe abzuschlagen. Darunter aber steht dann ein arabisches Wort und viele Leute haben sich gefragt, was das alles zu bedeuten hat. Das Wort ist Wa'idu. Das bedeutet sich vorbereiten. Ein einziges Mal erscheint es im Koran. Wa'idu. Was vorbereiten? Nun, das ist der Vers. Soweit eure Kraft, eure Stärke gegen sie reicht, bereitet von den gebundenen, für den Krieg gezüchtete Pferde vor. Erschreckt damit die Feinde Allahs und eure Feinde und alle anderen Ungläubigen. Das ist ein Gebot. Wir existieren, um uns vorzubereiten, zu rüsten, um Schrecken in euch allen zu sehen. Die Muslimbruderschaft hat ihren Ursprung in den 20er Jahren in Ägypten, als England, als das britische Weltreich es noch kontrollierte. Sie dachten, wir werden sie, die Briten, aus Ägypten vertreiben. Natürlich gingen viele Bewegungen in den 50er, 60er und 70er Jahren von der Muslimbruderschaft aus. Al-Qaida gibt es erst seit 1984. Das ist das Enkelkind. Und ISIS ist übrigens das Urenkelkind. Osama bin Laden hatte übrigens niemals die Vorstellung, mit einem islamischen Staat zu beginnen. Er sagte, nehmt dies und das und dies und das ein und am Ende werdet ihr einen islamischen Staat bilden. ISIS, Abu Bakr, al-Baghdadi dachte, nein, wir machen es umgekehrt. Wir gründen einen islamischen Staat, nennen ihn islamischen Staat und fangen dann an, ihn zu erweitern. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Sie können einander übrigens nicht wirklich ausstehen. Sie nennen die Leute, die sie erobern, Al-Aidima. Das bedeutet, dass man unter ihrem Schutz steht. Ihr seid zwar keine Muslime, aber um am Leben zu bleiben, müsst ihr zustimmen, dass der Islam überlegen ist, dass Allah überlegen ist, dass Allahs Wort überlegen ist. Ihr müsst Steuern zahlen, um am Leben zu bleiben. Übrigens hatten sie es mit Muslimen und Juden nicht leicht, weil Christen und Juden als Ahl al-Kitab bekannt sind, die Leute des Buches, die Familie des Buches. Denn ihr habt ein Buch, das eindeutig sagt, dass es nur einen Gott gibt. Deshalb könnt ihr am Leben bleiben. Wir müssen euch nicht sofort töten. Okay, danke. Aber wenn ihr versucht zu verstehen, was für sie Frieden ist, dann müsst ihr begreifen, dass es so etwas wie Frieden zwischen einem Muslim und einem Nicht-Muslim nicht gibt. Was will ich damit sagen?
622 nach Christus begriff Mohammed, dass er in Mekka zu schwach und zu unbeliebt war. Er wurde sogar vertrieben und er wanderte nach Medina aus, der zweitgrößten Stadt. Das war die Hijra, die Auswanderung nach Medina. Und er entwickelte etwa über 6 Jahre einen Plan zur Frage, wie gelange ich zurück nach Mekka, um es zu erobern und jeden dort zu töten? Oder wie bekehre ich sie zum Islam? Was auch immer funktionieren wird. So zog er gegen Mekka und der Stamm der Quraysh aus Mekka schickte seinerseits seine Soldaten. Sie trafen in der Nähe eines kleinen Dorfes namens Hudaybiya aufeinander. Im Jahr 628 erkannte Mohammed, dass der Stamm der Quraysh viel stärker war als er und er beschloss, lasst uns ein Friedensabkommen unterzeichnen. Für 9 Jahre, 9 Monate und 9 Tage. Die darauffolgenden 2 Jahre ließ er sie im Glauben, dass er das Abkommen einhält. Monat für Monat beobachtete der Stamm der Quraysh das Ganze, aber Mohammed griff nicht an. Nach einem Jahr, er ist immer noch ein guter Junge. Nach 2 Jahren sieht so aus, als würde er diesen Vertrag halten. Also schickten sie alle ihre Soldaten, alle ihre Kamele auf die Handelsrouten in verschiedenen Richtungen. Und als er sah, dass sie 630 nach Christus schwach waren, eroberte er Mekka, tötete jeden, der Widerstand leistete, und bekehrte jeden zum Islam, der dazu bereit war, es sei denn natürlich, sie starben zuvor. Das war's. So viel zum Vertrag von Hudaybiyah. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das, was man unterschreibt, nichts wert ist. Was macht man bei der ersten Gelegenheit, die sich einem bietet? Die Macht ergreifen. Warum erzähle ich euch das? Weil Jimmy Carter, euer Präsident, im Jahr 1979 ein Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten ausgehandelt hatte. Und Anwar al-Sadat, ein muslimischer Typ, sagte zu sich selbst, Moment mal, darf ich überhaupt einen Vertrag mit Juden schließen? Er ging zu Al-Azhar, dem Islamischen Institut in Ägypten. Diese entschieden, du darfst. Es wird genau so wie beim Vertrag von Hudaybiyah sein. Keine Sorge. Er hat das Abkommen unterschrieben. Das Abkommen von 1994, Slick Billy, brachte Israel und die Palästinenser zusammen. Slick Willy, glaube ich. Ein paar Monate später, Yasser Arafat, in Johannesburg, Südafrika, sagte, dass er die Vereinbarungen von Oslo mit dem Friedensvertrag von Mohammed und Hudaybiyah vergleiche, was natürlich zur Zerschlagung des Friedenspartners führte. Jetzt versteht ihr, mit wem wir es zu tun haben. Der Grund, warum ich das sage, ist, wir beobachten gerade den Aufstieg des Dschihad. Man beobachtet das Comeback von ISIS, von Al-Qaida, der Taliban. Und Iran war noch nie so aktiv wie gerade jetzt, wenn es darum geht, Terrorismus zu verbreiten. Man fragt sich, was ist da los? Ich dachte doch, dass wir diese Dinge abgeschlossen haben. Man sieht gerade die letzte Welle. Und warum ist das so? Die biblische Prophetie sagt nichts über die Beziehung zwischen den Nationen aus. Man sieht keinen Vers über Amerika und Mexiko, über Handel oder Krieg oder was auch immer. Es gibt keinen Vers über Großbritannien und Frankreich oder über Deutschland und Frankreich. Das gibt es nicht. Prophetie ist nur Beziehung dieser Nationen zu Israel, dem Volk und dem Land. Immer. In 5. Mose 32, 8 bis 9, als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Der Schlüssel zu allen Prophezeiungen sind die Juden. Wovon redest du, Willis? Wenn die jüdische Nation Gott nicht verlassen und die Sabbate nicht vernachlässigt hätte, dann hätte es keine Zeit der Heiden gegeben. Die Zeiten der Heiden begannen, als Gott die Herrschaft von den Königen Israels auf den heidnischen Gott Nebukadnezar übertrug.
Und das wird so weitergehen, bis Israel wieder das Haupt der Nationen sein wird. Wann wird Israel das Haupt der Nationen werden? Die Bibel sagt in Römer 11, dass sie es sein werden, wenn Israel gerettet werden wird. Wann wird Israel gerettet werden? Wenn Jesus wiederkommt. Wann wird er wiederkommen? Nach der Trübsal. Ich habe ihn nicht gefragt, wann die Entrückung stattfinden wird, denn das ist etwas, das wir nicht wissen. Aber ich weiß, dass die Trübsal 7 Jahre nach ihrem Beginn enden wird. Woher weißt du das? Weil die Bibel es mir sagt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er nicht für uns zurück, sondern er kommt mit uns zurück. Und wo landet er? Mount Rushmore? Nein, wo? Auf dem Ölberg. Die Bibel sagt, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen und weinen. Dies wird der Moment der Buße des Überrests Israel sein und ganz Israel wird gerettet werden. Die Zeit der Heiden wird zu Ende gehen. Das habe nicht ich gesagt, Paulus hat es gesagt. Jesus hat es ihm gesagt. Meine Damen und Herren, wenn also jeder in der radikal-islamischen Welt die Schwäche Amerikas sieht, weil Amerika, übrigens lasst euch nicht täuschen, ihr habt die stärkste Armee der Welt. Ihr habt die am besten entwickelte Armee der Welt. Ihr habt eine großartige Armee. Es ist nur so, dass euer Oberbefehlshaber im Moment die Hälfte der Zeit nicht wach ist. Hört zu. Hört mir zu, Leute. Wenn, und es spielt keine Rolle, ob ihr stark seid, solange ihr als schwach wahrgenommen werdet. Allein das zählt. Und im Moment, ich bin mir sicher, dass ihr euch all dessen bewusst seid, werdet ihr als schwach wahrgenommen. Obwohl ihr stark seid, werdet ihr als schwach wahrgenommen. Und anhand der entsetzlichen Videos, die wir gesehen haben, obwohl ihr übrigens eine unglaubliche Arbeit geleistet und viele Menschen gerettet habt, aber anhand der entsetzlichen Videos, die wir gesehen haben, wie sich die Armee aus irgendeinem Grund noch vor den anderen zurückgezogen hatte, kann man verstehen, aus Afghanistan, dass in den Köpfen der Feinde der Gedanke ist, wenn es möglich ist, die große Armee der Vereinigten Staaten zu besiegen, dann ist es erst recht möglich, Israel zu besiegen. Nun müsst ihr verstehen, Israel hat eine Reise von 1948 bis 2021 hinter sich. Ich nenne es die Reise von Psalm 83 bis hin zu Hesekiel 38. Es ist eine Reise. Psalm 83, irrt euch nicht, ist eine Beschreibung dessen, was wir 1948 erlebt haben. Bleibe nicht ruhig, o Gott, schweige nicht und sei nicht still, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Wer sind diese? Wer ist sein Volk? Wer sind seine Schutzbefohlenen? Schaut, hier ist die Antwort. Sie haben gesagt, kommt! Wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Das ist die Antwort. Israel ist eine Nation. Es gibt keine afghanische Nation. Wusstet ihr das? Es gibt 15 verschiedene Stammeszugehörigkeiten. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, gibt es auch keine irakische Nation. Es gibt auch keine iranische Nation, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Seht, die westliche Welt hat das alles zusammengefügt, neue Karten gezeichnet. Das war's jetzt. Es fällt alles auseinander, im Sudan und in Jemen und in Libyen. Ich meine, schaut euch mal um, alles bricht zusammen. Denn Jesus beschreibt den Feind und sagt, Ethnos gegen Ethnos. Es geht nicht um Nation gegen Nation, sondern wie wir Nationen sehen. Es geht um ethnische Gruppen gegen ethnische Gruppen. Stammeszugehörigkeit gegen Stammeszugehörigkeit. Israel ist aber eine Nation. Und so sagen sie, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr sein sollen, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde.
Wann war das? In dem Moment, als Ben-Gurion erklärte, dass Israel der Name dessen ist, was man über 1900 Jahre Palästina nannte. Ja, sie haben einen einminütigen Beschluss gefasst. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland, samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots als Beistand geworden. Meine Damen und Herren, all die Namen, die ich euch gerade vorgelesen habe, sind die Länder, die in der ersten Reihe um Israel herum liegen. Alle von Ägypten über Jordanien bis Syrien, dem Libanon und sogar der Irak schloss sich an. Assyrien trat bei, das war 1948. Dann kam 1956, 1967, 1973, die Ägypter gaben auf und später gaben auch die Jordanier auf und sie erkannten, wir können sie nicht besiegen. Es gibt ein Friedensabkommen mit Ägypten, ein Friedensabkommen mit Jordanien und heute kauft Ägypten Gas und Jordanien kauft Gas von Israel. Nicht nur, dass sie Frieden mit uns haben, sie kaufen jetzt auch bei uns das Allerwichtigste für ihre Wirtschaft. Und wenn wir 70 Jahre vorwärts gehen, in die Zeit, in der Israel sehr stark ist, finanziell, militärisch und technologisch, schaut, in Hesekiel 38 steht, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosh, Russland, Meshech und Tuval, und weissage gegen ihn und sprich, so spricht Gott der Herr. Siehe, was? Ich komme über dich. Gott sagt zu den Feinden, die kommen werden, ich bin gegen euch. Mit anderen Worten, es wird nicht gut ausgehen für euch. Gog, du Fürst von Rosh, Meshech und Tubal, und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deinen Kinnbacken legen. Ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter. Seht, was er sagt. Er fährt fort und sagt, nicht nur ihr Persien wird auch dabei sein. Persien ist der Name des heutigen Iran. Es ist der biblische Name. Äthiopien ist der Name dessen, was heute wahrscheinlich der Sudan ist. Wir sind nicht ganz sicher, weil es genau in der Gegend von Sudan und Äthiopien liegt. Und dann sagt er, dass Libyen sich ihnen anschließen wird. Alle mit Kleinschild und Helm, Gomer samt allen seinen Truppen, das Haus Togarma. Dies sind die alten biblischen Namen der heutigen Türkei. Viele Völker mit dir. Wenn man das anschaut, erkennt man eine ganze Formation von Nationen, die sich einer Invasion von Israel zusammenschließen. Und welches reale Ereignis wird es ermöglichen, dass diese Koalition aus Hesekiel 38 vorrücken kann? Denn die Koalition gibt es bereits. Aber wann werden Sie sie vorrücken sehen? Ihr und ich wissen es. Und wir haben heute schon einmal gehört, dass es für Sie unter dem 45. Präsidenten keine Möglichkeit gegeben hätte, diesen Schritt zu tun. Er ist ein starker Befürworter von Israel. Er hat die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Er verbannte und beendete alles, was mit palästinensischer Diplomatie in Jerusalem zu tun hatte. Er erklärte, dass die Golanhöhen israelisches Gebiet sind. Er deklarierte die Siedlungen von Judäa und Samaria als legal und nicht als illegal. Das ist unser Land. Das Land unserer Vorväter. Er zog sich aus dem Iran-Abkommen zurück, weil er sehen konnte. Schaut, der Iran ist nur ein paar Wochen von der Atombombe entfernt. Wusstet ihr das? Sogar Amerika ist nun zu dieser Erkenntnis gekommen. Man ist nicht länger an einem Deal interessiert, weil es zu spät ist. Sie haben bereits einen großen Fortschritt für eine militärische Atomwaffe gemacht. Und was sehen wir jetzt? Wir sehen den Aufstieg des radikalen Islam und wir sehen den Niedergang der Vereinigten Staaten von Amerika und eine schwache Regierung in Israel, die von der Muslimbruderschaft abhängig ist. In Israel würde die heutige Regierung ohne die Stimmen der Muslimbrüder nicht einen Tag länger existieren. Begreift ihr überhaupt, was ich gerade gesagt habe? Schaut, wir haben einen großen Staatsmann durch einen Gauner ersetzt, der die Wahl gestohlen hat, indem er sich auf die Stimmen derer stützte, die nicht einmal wollen, dass wir überhaupt existieren. Wir sehen also den Aufstieg der Hesekiel 38-Koalition. Aber wie viele von euch haben das ganze Kapitel gelesen? Wie viele von euch kennen das Ende dieser Koalition? Seht ihr, alle sagen, oh, sie werden besiegt werden. Aber wer wird sie besiegen? Seht ihr?
es wird nicht Israel sein. Es wird nicht der israelische Premierminister sein, nicht die israelischen Generäle, nicht das israelische Militär. Nicht ein einziges Mal heißt es, dass Israel seine beste Waffe einsetzen wird und damit die auslöschen wird. Nein, Gott wird eingreifen. Und wisst ihr, das Großartigste überhaupt? Gott wird auf übernatürliche Weise eingreifen. So wird auch niemand nur das geringste bisschen über die Frage verwirrt sein, wer denn diese Show veranstaltet. Erdbeben, Schwefel kommt von oben. Das ist keine Waffe, die Israel entwickelt hat. Und deshalb ist es mir ein Rätsel, warum so viele Lehrer lehren, dass der Antichrist ein Muslim sein wird. Und Damen und Herren, kann ein Muslim ein Weltführer sein? Per Definition sind sie es nicht. Sie müssen euch zu Muslimen machen oder euch töten. Zweitens, kann ein Muslim von den Juden als Messias akzeptiert werden? Natürlich nicht. Kann ein Muslim einen jüdischen Tempel auf den Tempelberg zulassen? Natürlich nicht. Aber es muss einen dritten Tempel geben, weil die Bibel uns das sagt. Die Bibel sagt uns in Matthäus 24, dass Jesus, und ich liebe es, wie Jesus die alttestamentlichen Propheten bestätigt, er sagte, wenn er nun den Groll der Verwüstung, von dem wer spricht, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen, in 2. Thessalonicher 2:3-4. Paulus schreibt dort an eine sehr verwirrte Gemeinde, der Gedanke, dass es zu spät ist, dass die Entrückung bereits stattgefunden hat und die Trübsal begonnen hat. Er sagt, nein, begreift es doch, dieser Tag wird nicht kommen. Und dann geht er weiter und sagt, er spricht von dem Sohn des Verderbens, der sich widersetzt über alles, erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und es ist derselbe Daniel, der in Kapitel 9, Vers 27 schrieb, und er wird einen festen Bund schließen. Higbir, Brit. Higbir bedeutet, er wird verstärken, er wird etwas Gewöhnliches spektakulär machen. Was ist so spektakulär? Zum ersten Mal wird ein Tempel Teil des Friedensabkommens sein. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Das heißt 7 Jahre lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Das belegt, dass der Tempel errichtet sein wird und dass Opfer und Gaben dargebracht werden. Denn er wird dies stoppen. Deshalb steht im 1. Thessalonicher 5:1-3, von den Zeiten und Zeitpunkten, aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Schaut, die Trübsal, versteht das? Die Trübsal wird furchtbar sein. Aber das wird während der ganzen 7 Jahre so sein. Wir leben jetzt gerade in den Tagen Noahs. Jetzt. Genau jetzt bauen wir unsere Arche, sie lachen über uns, in diesem Moment. Noah war was? Ein Diener von was? Der Gerechtigkeit. Wir müssen Diener der Gerechtigkeit sein. Wenn du also für ein Amt kandidierst, dann sei ein Diener der Gerechtigkeit. Wenn du für jemanden stimmen sollst, der für ein Amt kandidiert, so wähle den, der für die Gerechtigkeit ist. Friede und Sicherheit. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Wir können das sehen. Es wird keine Welteinheitsreligion sein, wie wir sie im Moment kennen. Es wird eine neue Weltreligion sein. Seht, was Offenbarung 17 sagt. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn, und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Das sehen wir heute noch nicht. Wir sehen jetzt noch nicht, wie die Welt die ganze nationale Identität verliert und 10 Instanzen erschafft, die ihre Autorität an das Tier abtreten. Das Tier ist jetzt noch nicht da. Denkt dran, der Antichrist. Ich habe mir angesehen, wie die Afghanen einen Exodus begonnen haben. Wie sie von den Taliban flüchteten. Der Antichrist ist jemand, zu dem die Menschen hinlaufen werden, nicht weglaufen. Es sei denn, man gehört ihm nicht. Meine Damen und Herren, 2 Schriftstellen werden verwendet, um zu behaupten,
dass dieser Mann ein Muslim sei. Die erste ist Micha 5, 5. Dort heißt es im letzten Teil von Vers 5, wenn der Assyrer in unser Land kommt und unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten, je 8 Menschenfürsten, gegen ihn aufstellen. Nun lasst mich euch sagen, dass dies wahrscheinlich gleich danach durch Sanherib, dem König von Assyrien, der von 705 bis 681 vor Christus regierte, erfüllt wurde. Und dann ist dann noch Hesekiel 28, 1 bis 2. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus. So spricht Gott der Herr. Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst, nun, ob es glaubt oder nicht, der König von Tyrus. Tyrus war eines der reichsten Königreiche in ihren Tagen und er hielt sich wirklich für einen Gott. Übrigens dann sehr viele Könige, sie seien Gott. Wisst ihr, wen die Würmer gefressen haben, als ich das letzte Mal nachgesehen habe? Herodes. Warum? Weil die Leute dachten, er sei Gott und er das nie verneinte. Erinnert ihr euch? Sogar der Cäsar in Rom. Als er in Rom einzog, gab es einige Clowns, die immer vor ihm herliefen und ausriefen, du bist kein Gott, du bist kein Gott, weil sie eben dachten, sie wären Gott. Sie wurden als Götter verehrt. Tyrus wurde nach Hesekiels Prophezeiung zweimal zerstört. Zuerst von Nebukadnezar und dann von Alexander dem Großen. Wenn ihr verstehen wollt, wer der Antichrist ist, gibt es 3 Bücher, die uns ein einheitliches Bild davon geben, wer er ist. Daniel 2. Thessalonicher und das Buch der Offenbarung. Daniel 8 lesen wir von ihm, 2. Thessalonicher lesen wir darüber. Und dann sehen wir natürlich in Offenbarung 13 eine Menge davon, was dieser Mann alles sein wird. Schaut, ich habe wohl viele Dinge gesagt, die vielleicht nicht so nett klingen. Ich habe euch gezeigt, dass dies der letzte Dschihad ist. Warum? Weil in dem Moment, in dem der radikale Islam auf den Bergen von Israel besiegt sein wird, gemäß Hesekiel, jemand Neues auf der Bildfläche erscheinen und eine neue Religion für die vielen 100 Millionen einführen wird, die so verwirrt und so verzweifelt sein werden, wegen dem, was um sie herum geschieht. Meine Damen und Herren, wir müssen uns keine Sorgen machen. Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann ratet was? So komme ich wieder. Und was? Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Meine Damen und Herren, wer ändert hier nun seine Adresse? Wir! Schaut, er hat nicht gesagt, wo du bist, werde auch ich sein. Er sagt damit, auch ihr seid, wo ich bin. Er wird uns zu sich nehmen. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Und Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Schaut, wenn ihr versucht, unter dieser Regierung oder durch militärische Macht Frieden zu finden oder auf dem Aktienmarkt oder durch irgendwelche Motivationsredner oder in diesen Zuckerbotschaften von einigen Kirchen, die euch sagen, beanspruche es, sprich es aus und du wirst es bekommen. Meine Damen und Herren, das wird nicht funktionieren. Jesus sagte, in mir habt ihr Frieden. In der Welt, warum sind wir so überrascht? In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich möchte noch dies sagen, während die Welt auf den letzten Dschihad wartet, warten wir auf die letzte Posaune. Und viele Leute kommen nach jedem Posaunenfest zu mir und sind wütend und enttäuscht. Was ist passiert? Warum, was ist denn passiert? Das Posaunenfest ist vorbei und wir sind immer noch hier. Leute, die letzte Posaune ist die Posaune Gottes. Sie geschieht nicht hier. Es sind nicht ein paar Juden in einer Synagoge. Nein, es ist eine Posaune Gottes. Die Stimme eines Erzengels. Ist hier ein Erzengel in eurer Nähe? Nein, er ist dort. Es geht nicht darum, dass wir seine Rückkehr auf die Erde vorbereiten.
Es geht darum, dass der Himmel unsere Ankunft im Himmel vorbereitet. Die letzte Posaune wird also nicht hier zu hören sein. Niemand hier wird die Posaune hören. Wir werden, bumm, weg sein. Und jeder wird denken, danke Herr, jetzt sind sie endlich weg von hier. Lasst uns feiern. Ihr müsst etwas verstehen. Niemand wird euch vermissen. Wir werden weg sein und wir werden mit Posaunenschall in Empfang genommen werden, mit der Stimme eines Erzengels. Und wir werden in das 2000 Jahre alte Projekt unserer Villen eskortiert werden. Genau, und so wird es auch sein. Also, wann immer es schwer ist, und es wird noch viel beschwerlicher werden, Gott hat uns nie versprochen, dass alles großartig sein wird. Jesus hat nicht ein einziges Mal gesagt, seid getrost, in dieser Welt werdet ihr einen Garten voller Rosen haben. Nein, die Dinge werden also hart werden. Aber unser Verstand und unser Herz sollten auf die Dinge gerichtet sein, die droben sind. Trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus zur rechten Hand des Vaters ist und nicht auf die Dinge, die auf der Erde sind. Vater, wir danken dir für deine Verheißungen. Wir danken dir, Vater, dass wir nicht zum Zorn Gottes vorgesehen sind. Wir werden gerettet und bewahrt werden vor dem Zorn, der bald kommen wird. Wir danken dir, Vater, für all deine Verheißungen. Wir danken dir, Vater, dass während wir den Aufstieg des radikalen Islam beobachten und vielleicht jetzt verstehen, warum sie überhaupt so denken, wie sie denken, wir beten, dass du dich diesen Menschen offenbarst, dass Jesus diesen Millionen von so getäuschten Menschen, die wie Ergebene in den Händen des Satans sind, offenbart wird. Und wir beten, Vater, dass Jesus sich weiterhin in Träumen und Visionen den Stammesführern offenbart, die dann dem ganzen Stamm zeigen werden, hört zu, Jesus ist der Herr und niemand anderes. Wir beten, Vater, auch für die Errettung Israels. Wir beten, Vater, wir wissen, wir verstehen, dass die Trübsal letztendlich zu ihrer Erlösung führen wird. Aber wir beten, dass viele schon vorher zu dir finden werden. Vater, wir beten auch für dieses Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl es sich auf dem Weg abwärts befindet. Zumindest wird es von vielen so wahrgenommen. Vater, der Leib Christi ist hier lebendig. Und wir bitten dich, dass du dich wie nie zuvor sehr vielen Menschen in diesem Land offenbaren wirst, damit sie verstehen, dass wir unser Vertrauen nicht in Rosse und nicht in Wagen setzen, sondern auf den Namen, der über allen Namen steht, dem Namen, der der Friedefürst ist, dem Herrn des Friedens, der der Einzige ist, der uns den Frieden geben kann, der all unseren Verstand übersteigt. Sein Name ist Jeshua, denn er ist unsere Rettung. In seinem Namen beten wir, das ganze Volk Gottes sage Amen. Danke.